Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger und dieser Tipp ist für alle von euch, die ihren Papierkorb ungern leeren und deshalb sehr viele Outlook-Elemente im Papierkorb haben. Stellt euch vor, ihr löscht ein Outlook-Element. Ich gehe also hier in die Aufgaben, ich markiere da ein Element, drücke die Entfernen-Taste und lösche das Element damit. Und jetzt ist es weg und ich merke, oh, es war das Falsche. Rückgängig machen geht nicht, also gehe ich in den Papierkorb und jetzt ist die Frage, wo hier ist das Element, das ich gerade gelöscht habe. Ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht mal mehr richtig, wie das hieß. Jetzt müsste ich also hier suchen und hoffe, dass ich es finde. Schöner wäre es, wenn ich das Löschdatum hätte. Ich nehme es mal gleich vorweg, es gibt kein Löschdatum, aber das letzte Änderungsdatum ist sehr hilfreich. Und da können wir uns einfach eine Spalte einblenden, Rechtsklick auf den Spaltenkopf, Feldauswahl. Wenn euch das genauer interessiert, dann schaut euch mal das Video an zu den Ansichten, das ich in der Infokarte verlinkt habe. Und hier wähle ich mir jetzt nicht häufig verwendete Felder, sondern alle E-Mail-Felder, blätter etwas und da seht ihr, gibt es ein Änderungsdatum, das geändert ziehe ich hier rein, mache die Spalte ein bisschen breiter. Und jetzt sortiere ich mal nach geändert und dann sehe ich, ah, hier, da ist was am 1.9. um 10.23 Uhr gelöscht. Ah ja, genau, das war das Element, das ich gerade gelöscht habe. Und so kommt ihr schneller wieder an versehentlich gelöschte E-Mails, Aufgaben, aber auch Kalendereinträge. Dich interessiert mehr zu Microsoft 365? Dann kauf dir doch das Buch, das ich mit Sigrid Hess geschrieben habe, ist gerade erschienen. Kannst du unten in der Beschreibung auch in meinem Shop direkt bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.